Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück für einen weiteren The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir den zweiten Tempel abgeschlossen, haben ein Schlammmonster vernichtet und dem Dorf der Sora wieder frisches Wasser gebracht. Aber wir sind hier noch nicht komplett fertig. Ich habe mir hier die wichtigste Nebenquest schon markiert. Es soll ja noch eine weitere Sora-Rüstungsteil hier in der Nähe sein. Und das würde ich gerne als allererstes erstmal holen. Dafür porte ich mich einmal hier oben hin. Also porte ich mich gleich hin. Zuallererst natürlich für unsere Spoileranten und Tippschreiber. Spoileranten, lasst es bleiben. Schreibt nicht, was ihr gerade in eurem Schädel drin habt. Sonst seid ihr für immer aus meinem Kommentarbereich weg. Und die Tippschreiber, behaltet es für euch. Ich will das Spiel für mich erkunden. So. Damit hätten wir das direkt von Anfang an geklärt. Ich porte mich jetzt. Ich habe mir die Kisten, die oben dem Tempelgebiet waren, übrigens schon geholt. Also das habe ich offscreen schon gemacht. Und auch hier mit dem Stab, das habe ich gemacht. So. Ja, jetzt sind beide Geister hier. Okay, ich habe auch durchgehend jetzt immer einen weiteren Verbündeten. Einfach reinfliegen. Passt das? Passt so. Okay. Ach, guck mal, hier unten ist ein Sora. Hä, wie? Kein Wasser. Eventuell. Warum ist denn das Wasser hier wieder weg? Sind die Zugänge wieder zu? Wo war denn der erste Zugang? Er war doch direkt hier unter mir, oder? Interessant, dass das Wasser hier wieder weg ist. Klettern ist hier halt leider nicht so wirklich, weil das hier eine Rutschgegend ist. Ich würde durchgehend runterrutschen. Da ist das Ding. Bist du noch offen oder hast du dich selbstständig geschlossen? Nee, das ist eindeutig offen. Okay, hier ist einfach generell kein Wasser. Muss ich mir andere Wege suchen? Wird bestimmt nicht anstrengend. Nicht rutschi. So, ich brauch dich, mein Fliegekumpel. Wo bist du? Hallo. Mögst du bitte mal kurz vor meinen Augen erscheinen? Das wäre sehr nett. Als ob ihr jetzt da unten festhängt. Bewegt euren faulen hinten eine Ärsche. Los, komm. Brauch dich, um darüber zu kommen. Nochmal ein komplett anderer Ort, wenn man hier kein Wasser hat. Da sah es gerade so aus, als ob da eine Höhle wäre. Habe ich von dir ein Foto? Passt.
Tot. Wie einfach alles durch die Gegend jetzt gerade geflogen ist. Krass. Ein Sucher Großschwert. Oh. Hat das irgendwelche Fähigkeitenstärkung bei Nässe? Und das hat halt auch noch hohe Haltbarkeit. Ein Bummer bringt mir hier unten wahrscheinlich auch einen Dreck. Ein kleines bisschen zu hoch. Zu tief, meine ich. Jetzt habe ich getroffen. Ansonsten an der Stelle nichts. Ich muss den Typen für das Ding wiederfinden, ne? So, meine Pfeile kurz eingesammelt. Weil hier ist ansonsten nichts. Schön, dass sich das jetzt aktiviert. Hauptstein wieder neben mir? Jo. Ist da jetzt wieder ein so Großschwert drin? Wenn ja, nehme ich mit. Nee, aber eine Sora Lanze. Kann ich auch ruhig aufbrauchen. Ich schmeiß mal eben kurz was Gutes dran. Kann ja ruhig so ein Gamma-Ding jetzt dran werfen. Von denen habe ich mittlerweile echt viele. Feuer machen ist hier nicht, ne? Ich bezweifle, dass ich hier ein Feuer anzünden kann in der Gegend. Ich fliege da mal rein. Wo komme ich raus, wenn ich hier durchspringe? Ich bin dann wieder oben. Nee, das muss ich wahrscheinlich weiter nach unten irgendwo. Irgendwo unten da unten muss ein Durchgang sein, der mich weiter nach unten führt. Habe ich einen Hinweis? Vielleicht ist ja irgendwo an der weit oberen Stelle blockiert. Wodurch das Wasser überhaupt erst hier runtergelangt ist. Ich sehe jetzt hier nämlich keinen Weg, irgendwas zu tun. Außer da oben mit dem Flammenwerfer. Aber wie gesagt, dafür brauche ich einen Flammenwerfer. Kann ich noch so sehr versuchen. Ohne Flammenwerfer kriege ich das nicht abgefackelt, weil da muss kontinuierlich Feuer drauf. Hier wäre was. Hier führt ein Weg runter. Ich glaube, ich brauche die Zora-Rüstung. Ich glaube, es ist nur so ganz dezent. Es ist auf jeden Fall ein neuer Bereich. Den gab es vorher nicht.
Okay, was will ich hier oben entdecken? Außer dem ganzen Leuchtkram. Sehe nichts Verdächtiges. Da ist was Verdächtiges. Fiesling. Ich hätte jetzt nichts, wo ich das wirklich verwerten könnte. Da ist bestimmt mein Rüstungsteil. So, Rabbeinschutz. Schnelleres Schwimmen. Ja, und das war offenbar alles, was ich hier unten wollte. Ansonsten ist hier nichts. Wie gesagt, für den Stein da habe ich nichts, was ich dafür nutzen kann. Ich kann ja nochmal zum Totosee. Wie gesagt, da war ja so eine Stelle komplett verschleimt. Böse. Oh, ein schwarzer Exalfus-Schwanz. Und ein starker Exalbogen. Nee, habe ich noch gar kein Foto gemacht. Ist leicht stärker gerade als mein jetziger Bogen. Aber auch nur, weil der Angriff boostert. Ich sehe da hinten einen Schrein in der Ferne. Ach, den habe ich mir sogar schon markiert. So, da war die ganze Zeit immer irgendwie so eine Matschepampe. Die ganze Zeit, wodurch ich da nicht dran kam. Ist hier irgendwas? Hallo? Hier war die ganze Zeit so ein Matschtümpel. Als ob mich das von irgendwas fernhalten wollte. Aber anscheinend ist hier nichts. Wie schnell bin ich denn jetzt mittlerweile, wenn ich beide Rüstungsdinger anhab? Ja, geht. Gut, wenn ich mir da schon einen Schrein markiert habe, dann hole ich mir den. Ich nehme mal einen Exalfos. Böse. Ach, den Schild hatte ich noch gar nicht.
Den Bumerang hatte ich auch noch nicht. Einmal kurz beiseite werfen. Das Ding voneinander trennen. Der Bumerang selbst ist jetzt nicht so das Ding. Oh, Foto war ja wichtig. Ist denn dort? Schon wieder so ein Griok. Oder wie das Ding hieß. Ist aber eine Elektro-Version statt eine Eis-Version. Steht, als ob da was bewacht. Sind da gleich zwei Scheine? Da sind gleich zwei. Noch ein Grund mehr dahin zu gehen. Das wird ein anstrengender Kampf. Ich erinnere mich noch, der Eis-Griok, der hat mir wirklich das Leben zur Hölle gemacht. Ich bezweifle, dass ich den da Daumen bekomme. Selbst mit Hilfe von den beiden. Obwohl ich ja eigentlich recht starke Waffen habe. Ein Donnergriok. Ein Angriff während der Wind macht und gleichzeitig Elektrizität. Au. Er hat mich instant gekillt. Okay, wir lassen den Kampf gegen den. Sofern ich nicht den Schrein da oben habe. Warte mal, mir käme eine Idee, die funktionieren könnte. Dafür gehe ich aber nochmal von dem weg. Ach, mein Bogen. Hab mich kurz gefragt, was davon ist elektrisch? Kann der Spiegel eventuell dem Blitzstrahl zurückwerfen? Ich baue ein Holzschild dafür. Ich werde es nicht rausfinden, wenn ich nicht nah genug rankomme. Nein, der wird auch geschockt bis zum geht nicht mehr. Welches Element wäre überhaupt effektiv gegen den? Funkel? Das hat ihn zumindest gerade irgendwie aus der Fassung gebracht. Ich glaube, bei dem brauche ich erst eine elektrizitätsresistente Rüstung. Den kriege ich doch vorher gar nicht kaputt. Tot. Ein Eisenholzprügel? Ja, so eine brennende Version. Tschüss. So, direkt hier über mir ist der Schrein, zu dem ich eigentlich will. Aber hier gibt's gute Prügel, kann ich mir merken.
Ach, nö, verpisst euch. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich gegen die Hände vorgehen soll. Okay, zuallererst. Direkt vor der Haustür ist direkt nochmal ein Fiesling. Ich werde hier den dicken Sprung brauchen. Ich habe gar nicht auf den Namen der Challenge jetzt geachtet. Wollte ich nicht die Sohlanze erstmal aufbrauchen? Dreht sich das jetzt durchgehend? Okay, analysiere das Rätsel. Kiste. Meins. War das die geheime Kiste? Wenn ja, war die lachhaft. Okay, ich will da hoch. Und die will ich zu mir runterbekommen. Da ist auch noch mal eine Kiste. Kann ich die auch so treten? Ich kann die auch so treten. Ich könnte mir vorstellen, wie man das machen muss. Man muss sich mit dem Ding drehen. Also am besten einfach draufstellen und dann einen Pfeil drauf schießen. So, jetzt stelle ich mich hier hin und drehe mich einfach mit dem Teil. Ja, könnte so funktionieren. Ein stabiler Sonaniumschild. Na gut, der Schild geht eh fast zu Bruch. Kann ich ihn wegwerfen? Ich kann ja daran klettern, oder? Nee. Das ist eine Nicht-Kletterwand. Aber jetzt kann ich hier durch. Da klebt nichts an den Seiten, ne? Dass jetzt eine Kiste schreit. War bestimmt so gewollt. So, und jetzt kommen direkt die Grabschis, wenn ich raus will. Vor mir aus dem Boden kamen die. Okay. Ungefähr da. Ich kann ja mal ausprobieren, welche der Früchte eventuell eine Wirkung hat. Das lähmt sie zumindest für eine Sekunde. Mit Eis kann ich sie festsetzen. Bringt eine Ölknospe bei euch was, dass ihr euch gegenseitig verkloppt? Nein, das juckt die nicht. Habe ich sie umgebracht? Was auch immer die da hinterlassen haben, ich kann es nicht fotografieren.
Ein Finsterklumpen, ein Splitter aus violetter Finsternis, der sich bei Berührung kalt anfühlt. Als Kochsoße verleiht er Resistenz gegen Miasma. Okay. Wie habe ich das jetzt angestellt? Was war der Unterschied zu davor? War es, weil ich die verbrannt habe? Tötet Feuer die Instant? Ich habe sonst echt keine Erklärung dafür, wieso die jetzt Instant draufgegangen sind. Kurz gucken. Erstmal hier das Steinchen. Nee, warte. Doch, da das Steinchen entfernen. Da ist ein Tempel. Ein Schrein. Bleiben die jetzt auch weg? Schau, mein Gleiter. Schön, dich gekannt zu haben. Das ist auch nochmal ein Schein. Was ist hier kaputt? Kann sein. Was ist denn kaputt? Klär mich auf, mein Freund. Das alles ist. Ja, mehr als geschenkt. Waren die Aufträge bei den anderen Türmen wesentlich nerviger? Hier bitte. Easy. Ich habe einen Pfeil genommen. Dein Ernst, du schaffst diesen halben Meter nicht. Das kann nicht dein Ernst sein. Gern geschehen. Geh mir bitte aus dem Weg. Danke. Bin dir sehr verbunden dafür, dass du freiwillig aus dem Weg verschwindest. Und es trägt von Anfang an. Diese Sequenz haben wir uns lange nicht gegeben. So, haben Himmelsabenteuer jetzt erstmal vor uns. Abflug.
Je mehr wir aufgedeckt haben, umso besser. Ich glaube, mir fehlt damit dann auch nur noch ein weiteres von den Teilen, wo ich die Karte aufdecke. Also nur noch ein Turm. Wo ist Gegend? Karte. Da. Gelb einfach folgen. Direkt mit so einem Boss vor meiner Nase. Ich glaube, um da hochzukommen, brauche ich einen Ballon. Oder ist hier noch was anderes? Ja, warte mal, war ich da nicht sogar? Über den Turm bin ich hier hin. Nee, da kann ich nicht gewesen sein. Zumindest laut der Logik nicht. Ich glaube, dann hätte ich den Boss da auch schon markiert. Bitte sei nicht dieser Abpackturm, der in der Luft die ganze Zeit gammelt. Das ist ein Beta-Vieh. Hallo, ich hab's gegrabt. Das Falsche irgendwie gegrabt. Okay, meine Gamma-Kriegerlanze ist kaputt. Die hatte ich, glaube ich. Es ist der Nervturm. Ah, hey, ich habe schon mal, was ich von dem kriegen kann. Die alte Karte. Jetzt ist nur das Rätsels Lösung. Wie zum Geier komme ich da oben hin? Wie kriege ich den runter? Das hat mich schon beim ersten von denen genervt. Dass der einfach nicht runterkommt. So eventuell? Ja, so hat funktioniert. Was für ein nerviger Scheißdreck, ey. Oh, hier in der Nähe kriege ich endlich die Pfosten. Ich überlege gerade. Beta mit im Block. Ich glaube, Gamma ist besser. Ich suche gerade irgendwas, was ich da eventuell austauschen könnte. Ich kann es auch erstmal kurz mit mir tragen. Zusammen mit den Ventilatoren. Alter, brauchen diese schnell auf. Bitte halt.
Ciao, Gamma-Block. Nee, Beta. Ich bin oben angekommen. Ist wichtiger. Halt dich doch weiter fest! Das wird jetzt ekelhaft. Warum hast du losgelassen? So steil war das doch nicht. Na toll, da komme ich jetzt nicht hin. So, will ich da rüber zu der Kugel? Ich sehe auf jeden Fall, dass ich darüber will. Ich sehe, wie das funktionieren soll. Los, beweg dich. Soll ich die Jan schieben? Vielleicht sehe ich ja direkt den Kristall, der da hinten rein will. Erstmal das Teil aktivieren, würde ich sagen. Dann habe ich zumindest schon mal einen Teleportpunkt. Ich gehe die Wette ein, dass der Stein dazu in der Kugel drin ist. So, kann ich mich zumindest schon mal her teleportieren. Sag ich doch da drin. Erstmal will ich sehen, was du mir lieferst. Im besten Fall gibst du mir hier mal einen Flammenwerfer. Habe ich keine Klein mehr? Ich habe doch gerade eben zigtausend eingesammelt. Was kriege ich hier Schönes? Kanonen, Transporter, Pfosten, Top. Einfach einmal kurz A-Spam. Kann ich es ja auf der Karte sehen. Die Pfosten sind ganz nice. Da hole ich mir ein bisschen was. Feuer frei! Ich habe übrigens richtig gesehen, dass hier so in der Nähe noch ein Schrein ist. Das hatte ich gerade irgendwie aus einem Augenwinkel gesehen. Also nicht dort. Dort ist der Weg zu dem einen Tempel. Aber irgendwie so schimmelhaft hinter einer Wolke meine ich noch einen Schrein gesehen zu haben. Naja, eigentlich müsste ich ihn, wenn, dann ja auch so sehen können. Da oben, da ist irgendwas, da ist schon wieder so eine Kugel. Okay, das Loch muss in die Richtung. Ich verstehe schon, wie das funktioniert.
Am besten, ich fliege einfach gleich mit. Ja? Oh, gerade so konnte ich ihn treffen. Und ich dem Lack. Zum Glück respawnt er. Ich sehe da unter mir eine Kiste. Ich müsste das danach nochmal so drehen, dass ich noch da rein kann. Okay, hier ist nichts respawned. Das Teil muss also anständig geflogen sein. Vielleicht komme ich jetzt so unten rein. Ja, der Stein liegt sicher da hinten. Was gibst du mir Schönes? Ein Wille der Weißen. Wo ich immer noch keine Peilung habe, was man damit eigentlich wirklich macht. Also ich kann mir das wohl vorstellen, aber nicht das was. So, mitkommen. Ja, diese Sequenz haben wir auch schon 10 Milliarden Mal gesehen. Hier hatte ich das so im Hintergrund so ganz leicht gesehen. Da fliegt ein Drache. So, auf der rechten Seite. Da kam es mir so vor, als hätte ich so in der Ferne einen Schein gesehen. Ach, danke für die Medizin. Und wieder ein weiteres Segenslicht. Ich muss mal gucken, wo ich mir Flammenwerfer kaufen kann. Welcher von den Kapselspendern hat denn Flammenwerfer im Angebot? Der hat Flammenwerfer ein Angebot. Der hat Blitzwerfer und so weiter. Der hat auch Flammenwerfer. Ich glaube, ich gehe zu dem, weil abgesehen vom Reisekochtopf habe ich all die anderen Dinge, die da drin sind, auch so gut wie gar nicht. Deswegen würde ich da jetzt einmal die ganzen Dinge verwerten. Also 21 Bomben. 20 Flammenwerfer, 16 Raketen. Aber von den Töpfen habe ich so oder so weit mehr als genug. Vielleicht kann ich ja jetzt mittlerweile, weil ich 4 von diesen weißen Dingen habe, da hinten was machen. Das ist die Blickrichtung? Nee, ich muss das gegen Norden richten. Das heißt in die Richtung. Eigentlich kann ich von da oben aus. Das Ding ist so überempfindlich, ne? Na, wahrscheinlich erst, wenn ich diesen Text verstehen kann, kann ich damit irgendwas tun. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Wir könnten hier mal versuchen, diesen vergrabenen Tempel zu holen.
Ist ja genau unter dem Dorf der Orni. Dass ich hier mal die Wurzeln aktiviere, um das Teil herum. Vielleicht sehe ich dann, wie man da drankommt. Genau, überhaupt nicht auffällig, so wie ich hier gerade bin, ne? Ey, du, da unten stehen deine Freunde. Willst du die mal angreifen? Macht euch mal gegenseitig fertig. Ich muss das gegen Miasma einschmeißen. Sind denn das für Ultra-Gegner, dass ich den kaum Schaden mache? Das sind silberne Viecher. Na gut, euch will ich fotografieren, wenn ich die nicht Miasma-Version finde. Ein Wunder, dass ihr so viel Schaden drückt. Das war ein silbernes Bocklinhorn. Ich habe keine Waffe in der Hand. Wieso hast du die jetzt nicht ausgerüstet? Das Ding würde ich gerne fotografieren. Kann man ein Stückchen Sens draus machen. Hat auf jeden Fall gut was am Wert. Sieht aus wie eine Bommelmütze. Die hätte ich aufeinander hetzen müssen. Bist du da oben auch ein Silberner? Nee, das ist ein Blauer. Da waren zwei Silberne einfach dazwischen. Da kommen schon wieder ein paar Silberne. Macht euch gegenseitig fertig. Möge der Kampf beginnen. Können wir den gerade runterwerfen? Alter, hält der viel aus. Haben die sich jetzt gegenseitig da vorne umgebracht? Oder muss ich nachhelfen? Anium hier nehme ich auf jeden Fall mit.
Aua, scheiß Vieh. Auch Bombe. Kloppt euch. Oh, ist fein. Macht euch gegenseitig fertig. Kümmert euch nicht um den anderen Typen, der hier gerade rumrennt. Jetzt gerade stehen die auf einem Platz. Ja, ich habe beide erwischt. Den Kampf genieße ich. In der Lanze kaputt gegangen. Das war eine von den heftigen. Was hat denn der für eine Lanze? Eine Königshellebarde. Okay. Das daraus erfischen wird ein bisschen fies. Da geht's weit runter. Eventuell ist da unten ein Eingang zu dem einen Bereich. Da geht's richtig weit runter. Ich nutze einmal kurz einen der Töpfe. Wo sind die ganzen Sonnenflecken? So, vier davon und einfach ein Apfel. Ja, meinetwegen auch ein Goldapfel. So, komm in meinen Magen. Ich mache ich nicht fertig, davon hätte ich nichts. Ach, du bist eine Eisversion? Hätte ich trotzdem nicht wirklich was von. Lass mich mal in Ruhe. Das würde ich gerne einmal ausnutzen. Wenn ich darf. Wenn fotografiere ich die nicht Miasma-Version. Ein schickes Teil. Da kann ich ja nie Hellebarde packen, ne?
Plus 27, okay. Glacirock lohnt sich für Waffe. Ich würde gerne da oben auf diesen Pilz. Opfer ich halt einen Flammenwerfer. Hab ja jetzt wieder welche. Nein, so nicht. Wenn, dann machen wir es richtig. Da sehe ich's leuchten. Das sah gerade lustig aus. Und so verhindert man, dass das wegflattert. Hieß aber auch versteckt. So, jetzt sehe ich an der Ecke eventuell wesentlich mehr. Das war, glaube ich, die Stelle, wo es runterging. Also, da ist ja auf jeden Fall was. Das sieht man ja. Hier beim Ornidorf ist genau an der Stelle nichts zum Runtergehen. Also muss es einen anderen Weg geben. Schwarz ist ja eine Wand. Hinter mir ist ein Tempel. Eine Mine, Entschuldigung. Ursprungshose. Okay. Ist da unten vielleicht ein Durchgang? Guck mal, da ist doch eine Höhle. Ja. Leider nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Da ist der Leuchtsamen, den ich hingeworfen hatte. Was stellst du mir hier denn entgegen? Waffe, die ich fotografieren kann. Legerei, nicht die Reise, zwei Inder. Sehr nett von dir. Hier noch wesentlich weiter runter. Beziehungsweise irgendwas, das schreit: Hey, hier kannst du durch. Nee. Also bei dem Tempel da, Schrein etc., frage ich mich wirklich, wie man hinkommt. Irgendeine Art von Durchgang dahin muss es ja geben. Ich kann mir ansonsten nur vorstellen, dass hier irgendwo beim Dorf der Orni nicht sichtbar irgendwo ein Punkt ist, wo man durchfallen kann. Das hier wäre der unterste Punkt von dem Teil. Das ist der am weitesten rechts.
Könnte hier gucken, ob da irgendwie so ein Seiteneingang ist. Ansonsten fällt mir da nichts ein. Okay. Du hast doch Zeichen des Willens der Weisen. Für viel davon kann ich das Vertrauen zwischen dir und einem deiner Weisen vertiefen. Tulin? Ich werde nun das Band des Vertrauens zwischen dir und Tulin stärken. Was genau bedeutet das? Ach, das steigert seine Angriffskraft. Ja, das ist bei ihm auch wesentlich nützlicher als bei Sidon, ne? Okay, dafür sind diese Willen der Weisen da. Kann ich bei den Statuen hier das verbessern? Ausdauer ist eh schon auf Maximum. Ich kann mir jetzt nur noch Herzcontainer gönnen. Und ein Leben mehr. Jetzt habe ich mich hierhin teleportiert und würde tatsächlich sagen, wir machen hier dann für heute Schluss. Wir haben ja schon irgendwo was erreicht. Hab ja wieder im Himmelsgebiet ein bisschen was erkundet. Wir haben einen neuen Gegnertypus kennengelernt, der mich einfach vernichtet hat. Haben einen unserer Weisen verbessert. Passt ja alles. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Für alle, wenn es euch gefallen hat, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen, weil ich das später noch hochlade. Auf Twitch ein Follow. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube zuerst an der Stelle. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao.